Ja, ist ja klar. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Na toll, Dianus. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Oh Gott. Hilfe. Was hat denn der Wiedle hier gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Der kann ja gar nichts, der Typ. Muss ich, glaube ich, erstmal rüber. Kann das sein? Okay. Super. Toll. Habe ich wieder gut hingekriegt. Okay, ich muss hier rüber und dann... So, komme ich schon mal hier rüber. Ist ja schon mal ein Erfolg. Was nützt mir das jetzt? Da kann ich mir einen Cubie holen. Kann ich den fangen? Eher nicht so. Aber ich kann ihn mir so holen. Eigentlich auch praktisch. Und dann kann ich... Oder auch nicht. Warum kann ich mir den nicht holen? Hä? Ach so, ich muss hier wahrscheinlich hier hin, oder? Kann das sein? Ja, jetzt kann ich ihn mir holen. Und dann kann ich ihn mir... Nein! Okay, hat noch geklappt. Super. Ich will da nicht rein. Und dann habe ich hier den Cubie. Den kann ich dann... So rein, theopraktisch, müsste ich jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Ich weiß allerdings noch nicht wie. Irgendwie so, oder? Nee, macht ja keinen Sinn, oder? Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Kann man das mal einer sagen? Vielleicht so. Ja, das klappt. Hi, Cubie. Wollen wir mal spielen? Und dann hier raus. Okay, super. Dann kann ich ja hier eigentlich einen Portal vor allem, ein Portal hinsetzen. Das sollte mich ja jetzt irgendwie hier... Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich muss ja jetzt irgendwie hier raufkommen. Irgendwie muss das ja jetzt gehen hier. Kann ich den hier oben rein, einfach rein befördern? Nö, das geht nicht. Okay. Das wollte ich gar nicht. Kann ich denn hier... Wenn ich den jetzt hier reingebe, das bringt mir ja gar nichts, oder? Das bringt mir nichts rein. So, es müsste ja so irgendwie klappen, oder? Nur irgendwie muss ich jetzt den Würfel da reinbekommen. In den Strahl. Müsste ich also praktisch... Nein, so nicht. Aber das geht doch so gar nicht, oder? Ach, natürlich. Ich kann ja hier sagen, hier oben rauf. Dann schmeiße ich mal den Würfel hier rein. Nein, hier rein. Und setze das Portal da. Dann sollte der da rüberlaufen. Oder, ja, rüberlaufen ist gut gesagt bei dem Würfel. Aber wie kriege ich ihn dann wieder hier rein? Das ist natürlich auch so eine Frage. Jetzt muss ich natürlich irgendwie hier raufkommen noch. Das ist dann ein anderes Problem. Wie mache ich das jetzt? Kann ich oben den Portal setzen? Nicht so unbedingt. Wenn ich aber hier ein Portal setze, gehe ich nicht. Dann komme ich zwar hier rauf. Nein, Cubie! Ich probiere es mal, was mir das bringt, wenn ich hier oben bin. Das müsste mir doch auch was bringen, oder? Nicht so unbedingt, okay. Aber ich kann doch, wenn ich jetzt sage, Portal hier. Nee, das bringt mir nichts. Ich habe da so eine Idee. Da muss ich ihn, wenn er hier ungefähr ist, abfangen.
Okay, jetzt ist er hier oben. Was bringt mir das jetzt? Nichts. Ich hätte ihn eigentlich nicht darauf transportieren sollen, eigentlich, oder? Jetzt kann ich wieder runter transportieren. Das geht also. Ah, ja, alles klar. Wenn ich ihn jetzt hier rauf transportiere und dann... Oh, das wollte ich nicht. Und jetzt hat... Oh, ah, cool. Nun geht's los. Wie? Zieht sich alles an. Oh, wie enttäuschend. Nichts enttäuschend, Wheatley. Du bist enttäuschend. Ich sollte nicht immer GLaDOS dazwischen labern, aber die labert immer viel zu viel. Da kann ich immer nicht drauf reagieren irgendwie. Muss ich mir mal angewöhnen, dass ich da nicht immer dazwischen laber. Mal schauen. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, super. Ich hoffe, das schafft's. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen. Hi. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will das in die Pfanne. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. What the fuck, die GLaDOS verteidigt mich. Was läuft mit der falsch? Und da hinten ist wieder so ein Sentry-Würfel. Sehe ich gerade. Der muss hier irgendwie rüber. Irgendwie. Nur weiß ich noch nicht wie. Aber ich muss da erstmal ich rüber dazu. Das kann ganz gut sein. Komme ich hier irgendwie weiter hier hinten? Oder bringt mir das eher weniger was? Ich glaube nicht, dass mir das was bringt. Vor allem, weil hier schon wieder alles explodiert. Ich glaube, der Wheatley kann das alles nicht unbedingt hier so in Schuss halten. Was mich nicht unbedingt wundert, muss ich ja sagen. So könnte ich mir eine Doppelröhre bauen. Aber das bringt mir nichts, weil ich muss irgendwie hier rüber. Ich kann ja nicht gegen dieses Teil schweben. Nein, das geht nicht. Wäre auch zu schön. Klasse, ich liebe es. Alles so komplex immer irgendwie. Wie komme ich denn hier rüber? Was macht denn eigentlich dieser Knopf? Ach, der dreht es um. Ach so. Na, sag mal das doch mal einer. Kann ich mir nämlich diesen Würfel hier holen? So rein theopraktisch. So. Hallo Würfel. Kommst du? Und dann muss ich den nämlich hier hinsetzen. Nein! Da bleiben. Ich setze das mal woanders hin, dass mich das nicht stört. Da kann ich das umdrehen. Kann mich hier rüber holen. Cool. Sehr cool. Dann bin ich hier drüben. Kann ich mich aber jetzt nicht hier rauf holen, oder? Nee, da komme ich nur wieder zurück. Da muss ich das praktisch gesehen den Würfel wiederholen und dann kann ich hier rauf. Sehr cool. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Klappe, Wheatley. Mit was? Ich hab dich schon wieder dazwischen gelabert. Entschuldigung, GLaDOS. Aber die kommentiert immer genau dann Wheatley sein Gelaber, wenn ich das auch kommentieren will. Das ist ein bisschen so eine blöde Timing-Sache. Was? Entschuldigung, oh. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ja. Interessant. Was passiert jetzt, wenn ich reinspringe? Werde ich hier abgefangen. Cool. Wenn ich jetzt dieses Portal hier hinsetze,
kann ich mir wieder mal die Schwerkraft zunutze machen, die bei mir ja sehr ausgeprägt ist. Also, wo ist jetzt der Würfel? Ach da. Hi Würfel. Tschüss Würfel. Muss ich hier wieder so machen, oder wie? Sieht jedenfalls so aus. So, Würfel, 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 kommst du her? Wo ist er denn? Ach da. Hi Würfel. Ist einfach an mir vorbeigefallen. Das, das war gar nichts. Nichts. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Ja. Dein Motiv war die Wissenschaft. Das ist aber eine ziemlich grausame Wissenschaft, was du da praktizierst, GLaDOS. Das ist ja tödlich, würde ich mal sagen. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Molten Core Warning. Ich glaube, das Ding läuft mit Windows. So wie das hier aussieht. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Gut. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Ja, irgendwie ja schon, oder? Ah, hier sind 4 Turrets unten. Die muss ich natürlich irgendwie ausschalten. Was bringt mir das jetzt hier? Kann ich wirklich voll in die Fresse springen? Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ja, ich hab dich aber jetzt ein bisschen beschädigt. Ist dir schon klar, oder? Hier kann ich mal rauf. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Bringt mir aber leider nicht wirklich viel, oder? Hi, Würfel. Wo bist du? Boing. Oh. Oh, Cube. Nein, der Cube ist tot. Das wollte ich. So, jetzt kann ich hier mal die Turrets abstellen. Hi, Turrets. So, ich bringe die mal hier in Sicherheit, lieber. Ups. Ja, ist ja gut. Nicht hier rein. Nicht hier rein, ist nicht gut. Wie komme ich denn hier rüber? Wie komme ich hier rüber? Ich kann hier durch. Verdammte Turrets. I hate you. Jetzt haben die mich tatsächlich erschossen. Mann. Immer diese tödlichen Tests. So, kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Ja, fahr nur. Wie bitte? Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ich springe mir jetzt erstmal nochmal kurz in die Fresse. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Hi, Turrets. Ich hoffe, ihr findet mich jetzt nicht irgendwie unsympathisch hier, Turrets. Das wäre ja mir ja ein Dorn im Auge. Nein! Ach ja, ich kann ja keine Portale platzieren, die verschwinden ja dann wieder. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, ne? Ich komme hier oben rum. Aha, bingo. Da kann ich doch. Hi, Würfel. Au! Ja gut. Die ist so aggro, meine Freunde. Dann kann ich ja mich hier mal per Portalgedöns, nicht per Portalgedöns, sondern per Katapultgedöns hier oben rauf katapultieren und dann da rum. Das müsste ja jetzt klappen, oder?